Der Kollege Trittin hat eine Kurzintervention angemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrter Kollege Herr Schröder, ich finde, Sie haben hier ziemlich unglaubliche Äußerungen getan. Sie haben erstens gesagt, dass jede Form von Rettung auch eine Erleichterung des Geschäftes für Schlepper ist. Wollen Sie ernsthaft der umgekehrten Logik dann folgen, je weniger wir retten, umso schwieriger ist das Geschäft für Schlepper? Oder ist es nicht so gewesen, als Europa weniger Menschen gerettet hat, sind nicht weniger Menschen von Schleppern auf See gesetzt worden, sondern es sind einfach mehr ersoffen. Und das ist eine unglaublich unmenschliche Haltung, die Sie an den Tag gelegt haben. Und zweitens, ich weise das mit Nachdruck zurück, die Unterstellung, dass Menschen, die ihre Position nicht teilen, Schlepperorganisationen für humanitäre Organisationen halten. Wer effektiv etwas gegen diese Verbrecher machen will, der muss den Weg gehen, den Tom Königs hier völlig zu Recht beschrieben hat. Er muss legale Flucht- und Zuwanderungsmöglichkeiten schaffen. Wer das macht, verhindert, dass die Menschen für teures Geld auf schlechte Boote in ihrer Not fliehen. Das ist Bekämpfung und Austrocknung des Schlepperunwesens und nicht Ihr symbolisches Reden, dass man hart gegen Schlepper sei, aber in Wirklichkeit Ihr Geschäft nicht zerstört. Und letzte Bemerkung. Ich habe sehr genau zugehört. Sie haben es noch mal bestätigt. Sie haben hier für die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, Sie streben an, in Libyen Boote mit Anwendung militärischer Gewalt zu zerstören. Damit setzen Sie sich in einen scharfen Kontrast zur Haltung zum Beispiel des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon, der ausdrücklich erklärt hat, diese Haltung ist von seiner Sicht unverantwortlich, weil genau diese Unterscheidung, die Sie ja machen, nicht gemacht werden kann. Ich bin der Auffassung, dass Deutschland zurückfinden sollte auf den Kurs der Vereinten Nationen und von diesem Kurs der Eskalation und der militärischen Abenteurertums in Libyen absehen sollte. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Sie haben jetzt die Gelegenheit zu antworten. Bitte schön. Herr Trittin, ich finde Ihre Äußerung ungeheuerlich. Ich finde es vor allen Dingen ungeheuerlich, dass es noch nicht mal möglich ist, hier im Bundestag ein Dilemma darzustellen. Selbstverständlich ist es ein Dilemma, dass wenn wir humanitäre Hilfe leisten und Menschen aus Seenot retten, und dazu haben wir uns ja nun als Bundesregierung ausdrücklich bekannt und alles in Europa auf den Weg gebracht, dass wir uns vor dem Dilemma befinden, dass wir natürlich gleichzeitig das Geschäft der Schlepper erleichtern. Und das ist ja auch zurzeit auf dem Mittelmeer zu sehen, dass die Schlepper die Flüchtlinge mit immer untauglicheren Booten auf See lassen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir mehr Rettung anbieten. Nichtsdestotrotz ist es unsere humanitäre Verpflichtung, zunächst zu retten. Aber gleichzeitig, um aus diesem Dilemma herauszukommen, ist es notwendig, dass wir natürlich auch die Schleuser bekämpfen. Und ich hätte mir gewünscht, dass Sie das zumindest in Ihrer Kurzintervention mal zum Ausdruck gebracht hätten, dass es notwendig ist. Sie haben mich dann des Weiteren bewusst falsch interpretiert, indem Sie gesagt haben, dass ich hier bereits ein Bekenntnis abgegeben hätte, dass es notwendig ist, diese Schlepperboote auf libyschem Territorium zu zerstören. Genau das habe ich nicht gesagt, sondern der Bundesaußenminister hat ja zusammen mit der Bundesverteidigungsministerin dieses Phasenmodell vorgestellt, was zunächst einmal aus der Phase 1 besteht, dass jetzt genau beobachtet wird, dass Informationen gesammelt werden, um dann erkennen zu können, ob es wirklich notwendig ist, auf libyschem Territorium innerhalb der 12-Seemeilen-Zone von Libyen operativ tätig zu werden oder ob es beispielsweise reicht, auf hoher See tätig zu sein. Der Kollege Nuripur hat es jetzt schon zum Ausdruck gebracht. Auch heute werden zum Glück von der Marine die Schlepperboote bereits zerstört, weil sie natürlich eine schifffahrtspolizeiliche Gefahr darstellen.
Aber man zerstört sie natürlich vor allen Dingen auch deshalb, weil man dieses Werkzeug der Schlepper vernichten muss, damit sie nicht noch mehr Menschen in Seenot bringen und Geld mit dem Leid der Menschen verdienen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass Sie hier keine Stimmung versuchen zu machen, Herr Trittin, sondern dass Sie sich der Verantwortung bewusst werden, dass Sie gemeinsam an Lösungen suchen und nicht versuchen, nur Probleme zu sehen und noch nicht mal bereit sind, sich dazu zu bekennen, dass es notwendig ist, Schlepperkriminalität zu bekämpfen.